Dann mache ich einen Spurt dadurch. Nein, wir sind noch drin. Alles ist gut, wir sind noch im Kristallturm. Ach, Glück gehabt. Ich brauche nur noch ein Ballisterteil. Dann geht's weiter. Ich spiele auf dem PC. An PlayStation Forever. Leider nicht auf der PS4. Auf der PS4 spiele ich im Moment nur The Crew 2 und Final Fantasy 15 und Detroit. Aber hier so ein Online-Rollenspiel spiele ich dann doch lieber auf PC wegen den Add-ons. So, finde die kaputte Ballista. Jetzt müssen wir doch noch den Schritt wiederholen, aber das kriegen wir jetzt schnell hin. Aber eins will ich noch machen, das mit Sitis. Wenn wir schon über Sitis reden, Sitis, müsste ich doch bestimmt ein Buch von dem haben. Sitis. Feuer der Dunkelheit, Lektion 1, heilige Zeugen. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Da, Sitis hat viele Namen und viele Eltern oder überhaupt keine, aber seine Giftzähne, die Giftzähne von Sitis beißen noch immer. Ja, ihr seht's also, die gucken sogar ins Buch rein, diese Full-Text-Search hier oben, darum ist es bestimmt auch abgestürzt. Also sogar wenn im Text irgendwo Sitis steht, kann man das hier durch dieses Librarian finden. Guck mal, wann ich die Bücher gefunden habe, am 28.05.2016. Nee, ist klar. Weiß ich doch jetzt nicht mehr, was da drin stand. Also, sehr cooles Add-on. Für alle, die Geschenke haben wollen von ESO, von diesen Kronkisten, Ouroboros-Kisten, die müssten bei Twitch zugucken, müssten einmal Ausrufezeichen Twitch-Drops eintippen und können dann mal gucken, wie sie ihren Account ESO mit Twitch verbinden und dann beim Zugucken so Ouroboros-Kisten kriegen. Der sterbende Sapir, ich hatte recht. Das ist eine Balliste. Sie ist nicht kaputt. Wenn das überhaupt noch geht, das ist natürlich die Frage. Also vor einem Monat ging das noch. Und jetzt holen wir nochmal schnell die drei Teile. Die ganzen Gegner sind ja nicht mehr da. Die habe ich ja eben schon weggehauen. So, ist echt gerade hier ziemlich aufgeräumt, ne? Irgendwie. Vielleicht ist es buggy, vielleicht finden wir jetzt gar keine Gegner mehr. Also das war das aufgerollte Seil. So, dann haben wir da vorne noch die Ballista-Bolzen. Und dann holen wir jetzt noch das dritte Teil. Das hatten wir eben noch nicht. Dann dürfte es auch von der Story weitergehen. Als ich hier die Bücher anfing zu lesen, mal wieder. Ja, ich und meine Bücher-Aktionen. Ich will sie irgendwie nur sammeln. Da ist so eine riesen Bibliothek. Aber überlesen tue ich die auch nicht alle. Ich nehme das immer vor, die zu lesen, und dann kommt ein neues Spiel raus, was ich spielen muss. Also komme ich nicht zum Lesen, weil Lesen ist ja kein Spielen. So, da haben wir eine Ballista-Kurbel. Tada! Fertig! Oh, falscher Knopf. So, Moment. So. Und da haben wir gerade mal schnell wieder meinen Dings geholt, meinen Atronachen. Jetzt haben wir endlich die Ballista-Teile und jetzt können wir auch mit der Ballista hoffentlich hier mal aus diesem Raum raus. Dann wäre ich endlich mal weiter als heute. Und hallo an Blux. Schön, dass du da bist. Du siehst ja, ich bin heute hier in der Hauptstory gerade den Kristallturm am Hochklettern. Darum heute keine Dungeons, erst ab nächste Woche. Dann sogar von Wolfshunter. Haha, am nächsten Dienstag kommt es raus. Und danke, dass du nichts spoilerst, weil wir werden es ja gleich alles dann auch sehen. So, Darien baut ihr zusammen hier mal schnell. Das sollte es gewesen sein. Ich brauche eine Kurbel, ein Seil und ein paar Ballistenbolzen. Okay, hier ist, was ich finden konnte. Das sollte klappen. Springen wir uns den Weg frei. Jo, das sieht doch gut nach Cyrodiil aus. Da ist übrigens Midyas Gemetzel gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es noch ist, ob man diese Quest dafür noch bekommt. Nee, ich glaube... Nee, ist nicht mehr drin. Ich bin zu spät im Urlaub. Konnte ich leider kein Mitjahresgemetzel spielen. Da musste man irgendwie im PvP mehr Punkte kriegen. Oder konnte man wohl mehr Punkte kriegen. Schade, da war ich im Urlaub. So, jetzt. Wo sollen wir uns durchsprengen? Komm, wir hauen mal überall was gegen. Mal gucken, was passiert. Na, bis jetzt. Schießen wir mal ins Leere. Yay, Ballista schießen. Okay, ich würde sagen, wir sollen da hinten durch die Wand. Man kann sie ja richtig steuern, das ist ja schon mal gut. Und Feuer. Jawoll. So räumt
man den Weg frei. Genau so einen brauche ich. Ach komm, schießen wir den kleinen Schrecken auch noch weg. Ja, was der schön in die Luft geht. So mag ich das. Sind nicht noch ein paar Gegner hier? Ach, schade. Komm, vielleicht da den Eimer noch. Das Ölfass? Ne. Okay, aber war schön. So, wir haben die Tür geöffnet und können nun weiter den Turm hinauf. Ganz am Anfang gab es nur Anu, die Stasis und Padomai, die Veränderung. Aus dem Blut der beiden entstanden Aedra und Daedra. Und Sitis ist die inkarnierte Seele Padomais. Oh mein Gott. Allerdings ist er die Leere und eine Person und gleichzeitig keine. Aha. Ja. Pritzelbäcker hat uns wieder aufgeklärt. Backer. Weiter geht's. Turmbibliothek. Wann kommen wir endlich da oben an? Das ist ja ein ganz schöner Weg da hoch. Und dann stehen hier auch noch so viele Urnen rum. Ja, ob das mal gut geht. Es kann doch nicht sein, dass wir bis jetzt kein blaues Rezept gefunden haben, oder? Das ist ja voll buggy, oder? Mann, Mann, Mann. Da spielt man bei der Hitze und denkt, man kriegt eine extra Belohnung. Und was ist? Nur Schrott in den Ohren. Dekorwachs. Dekorwachs kann man immer gebrauchen, um Items zu bauen. Housing-Items. Wieso nicht, ne? Oh Gott, so viele Urnen. Wie weit müssen wir noch? Ja, kommt wieder so ein großer Raum jetzt gleich. Der verwandelt sich vielleicht wieder. Das wäre ja gar nicht so übel. So. Nur noch die Urne da vorne und dann reicht es jetzt aber auch. Ah, schon wieder kein Rezept. Oh Gott, guckt mal hier, wie viele Urnen hier stehen. Da kann da euch froh sein, wenn ihr in Ruhe hier durchquesten könnt. Ich muss jetzt hier schnell durchstreamen, sonst schaffen wir das heute nicht mehr hier, die Quest. Irgendwann wollen wir aber fertig werden. Ich habe heute später angefangen, 22:50 Uhr. Ich denke mal so um 24 Uhr machen wir heute Schluss. Und ich hoffe, dann habe ich die Hauptstory durch. Der Öffnung in der Decke nach sind wir nicht mehr in Bielersheim. Das meinten sie also, als davon die Rede war, dass der Turm in allen Reichen zugleich ist. Okay. Also das verstehe ich jetzt nicht ganz genau. Die haben ja gesagt, der Turm wäre überall, aber woran er sieht, dass wir nicht mehr in Biles Reich sind. In welchem Reich sind wir denn dann? Was ist denn das für ein Reich, was man da oben sieht? Das ist dann die Frage. Gratwald? Sieht so ein bisschen nach einem normalen Gebiet aus. Oh. Der Kristall des Turms. Hier wird sogar mal ein bisschen der Kristallturm erklärt von Somersand. Aber was mich ein bisschen stutzig macht, ist, dass er das nicht mehr in das Librarian einträgt. Was ist denn los hier? Ist die Erweiterung kaputt? Lass mich mal gerade gucken. Lorebooks und Dings. Ah, veraltet. Aha, okay. Läuft nicht mehr mit dem aktuellen Patch. Ich halte auch. Oh, was hat er gesagt? Ich halte auch nicht viel von Bibliotheken. Die riechen viel zu sehr nach alten Büchern. Dieser Teil des Turms wirkt noch stärker beschädigt als die vorherigen Abschnitte, die wir durchquert haben. Lasst uns versuchen, einen Weg aus dieser Bibliothek zu finden. Ja, das machen wir. Wir versuchen herauszukommen. Und können gar keine Bücher neu einlesen jetzt. Weil er gar nichts sagt, ob ich es schon habe oder nicht. Jetzt gucke ich auch nicht in die Bücher rein, das ist mir dann zu blöd. Das andere Add-on hat mir immer gesagt, du liest gerade ein neues Buch. Oder als das noch funktioniert hat. Aber jetzt einfach alles anklicken ist dann auch ein bisschen zu blöd. Bei 1000 Regalen hier oder 100 Regalen, die hier stehen. Da sind wir ja ewig dran. Und sie werden nicht eingetragen. Darum macht es keinen Sinn. Also es wird, glaube ich, schon eingetragen hier in das normale, in den normalen Almanach. Hier in Cutwells Almanach. Ne, Quatsch. Hier in die Bibliothek. Da unten hier. Schalidors Bibliothek. Ich glaube, hier wird es schon eingetragen, aber man sieht es halt nicht, ob es neu ist oder nicht. Mein Gott, was habe ich denn schon alles fertig? 2490 Bücher habe ich schon fertig. Mann, oh Mann, oh Mann.
Ja, ist ja nicht schlecht, ne? Von 3888. Und das ist das, was dann auch nicht stimmt hiermit, ne? Hier stehen nur 18 Bücher gerade. Ah, Moment. Jetzt da 18.07. Seht ihr? Seit 18.07. funktioniert das halt auch nicht mehr. Und hier sind auch nur 1103 Bücher drin. Also, naja. Schade. Könnten Sie gerne mal wieder aktualisieren. Aha. Jetzt Schlüsselpodest. Habe ich einen Schlüssel. Hiermit steuert man wohl das Tor auf der anderen Seite. Anscheinend braucht man aber auch einen Schlüssel. Da unten. Wer könnte es sein? Ah, da leuchtet ein Schlüssel. Na komm, machen wir die Abkürzung. Nee, machen wir nicht. Ich bin zu fett, ich komme nicht übers Gelände. Ah, doch. Glück gehabt. Und da haben wir den Schlüssel zum Tür der Bibliothek. Hui. Nocturnal flickt das durchschaubare Gesetz. Bald spielt nichts mehr eine Rolle. Nein, das dürft ihr nicht tun. Verrückt überzeugt Wie man nicht. aufmerksame Ritter. Wir haben ohnehin Gesellschaft, sagt Darien Gautier. Und dann sagt sie, wie aufmerksam. Okay. Verrückt überzeugt man nicht. So. Das war's schon. Verel Relet spricht nicht mit uns. Aufseher Simobil. So, wird gerade mal hier in die Knie gezwungen. So muss das sein. Schön mit meiner Ton nach. Und dann immer weiter. Wollt ihr euren Schmerz noch verlängern, Layton? Ihr wisst nichts über Schmerz. Eine Schande. Ich dachte, wir würden uns gleichen. Sei's drum. Euer Weg endet hier. Genug! Gebt mir den verdammten Schlüssel! Sie versucht uns aufzuhalten. Trefft mich vorne am Torpodest. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal den Schlüssel suchen. Und genau, mit Kraftimpuls, das ist eigentlich so mein Standardschlag. Der macht immer Instant Cast und dann mache ich so lange diesen Cast, bis dann mein eine Kristallscherbe prockt. Also immer weiter den hier. 2, 2, 2, 2, 2 und dann 1. Jetzt leuchtet's, ne? Und jetzt, och, ist schon tot. Und habt ihr gerade gesehen, die Meteore, die darunter kamen, das war Elambris. Das war also das Set. So, mal gucken, ob es jetzt wiederkommt. Ah, jetzt kam es diesmal nicht. Jetzt hat es geprockt. So, dann kommt die Kristallscherbe automatisch, aber Elambris hat gerade nicht aktiviert. Oh, ein grüner Ring mal. Das ist ja schon viel besser. Oh. Da kriegt man mehr Skillpunkte für. Aber jetzt können die Landris aber langsam mal wieder losgehen hier. Nö, will nicht. Boah, wie viel Kram da drin ist. Und ja, wie soll es auch anders sein in meinen Streams? Mein Inventar ist wieder voll. Hat man mal einmal kein ESO Plus mehr schon, hat man wieder so viel Kram gehortet, dass man keinen Platz mehr hat. Jetzt gehen wir nochmal zur Tür, diesmal wieder nach oben. Da waren wir ja gerade eben schon. Haben wir jetzt den Schlüssel oder nicht? Gerade sah es so aus, als hätten wir nicht. Wie der Spiralstrang sah das aus. Na, sieht eher ein bisschen aus wie Kalthafen, oder? Diese Pilze und so. Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist der Schlüssel jetzt hier oben oder was? Nee. Verwirrt mich gerade alles ein bisschen. Wir sind runter, da war der Schlüssel, dann war er wieder nicht da, jetzt ist er auch nicht hier. Versucht das Schlüsselpodest. Sie hat etwas umgestellt. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Und wieder nicht offen. Wir nähern uns wohl der Spitze des Turms. Deshalb entsendet Nocturnal auch ihren Champion, um uns aufzuhalten. Nocturnals Gräfin hat den Mechanismus zu schwer beschädigt. Selbst wenn wir an den Schlüssel kommen, bin ich mir nicht sicher, ob er das Tor öffnen würde. What, Assassine? Morgen Schule? In welchem Bundesland wohnst du? Es gibt schon wieder irgendwo Schule? Wir haben gerade Ferien hier. Ja, dann gute Nacht und moin moin an Albio Konrad. Danke, dir auch viel Spaß in ESO. So, wisst ihr, wie wir durch das Tor gelangen können? Sapiarchenmagie ist mächtig, aber nicht so mächtig wie die Magie des Psijic-Ordens.
Da wir den Schlüssel nicht haben, kann ich versuchen, den beschädigten Mechanismus zu überwinden und euch dann folgen. Wie werdet ihr das machen? Ich kann den Mechanismus manuell von hier bedienen. Sobald ihr und Darien dann durch das Tor seid, kann ich mich zu euch teleportieren und es so zur anderen Seite schaffen, bevor es wieder zufällt. Na schön, öffnet das Tor. So, jetzt aber. Hätten wir den nicht dabei, wäre echt ein Problem. Das Tor, es öffnet sich. Los! Jo! Auf geht's. Das Tor ist auf. Und hallo Lukas, 1234. Bist auch wieder dabei, sehr schön. Das Tor, Nathan, passt auf! Oh. Ich muss euch hier aufhalten. Euch alle. Ich fragte mich schon, ob ihr selbst auftaucht. Anstatt nur bedrohliche Bilder zu schicken. Ein geschlossenes Tor wird sie nicht retten, Lenken. Nein, aber das wird Was? Euch eine Weile beschäftigen. Nein! Wo sind sie hin? Ist Layton tot? Das sollte sie beschäftigen. Zumindest eine kurze Weile. Warum leuchtet ihr? Was hat der jetzt gerade gemacht? Ich war zu selbstverliebt, fürchte ich. Valsiren sagte immer, dass ich mir meine eigenen Fähigkeiten zu sicher war. Ich hatte einfach angenommen, dass ich wieder zurück in den Schutz des entschlossenen Ankers kommen würde, bevor ich mich auflöse. Eine Schande. Mir wäre ein heldenhafteres Ende lieber gewesen. Das war von Anfang an euer Plan. Ich musste etwas tun, um Nocturne als Champion loszuwerden. Zumindest eine Weile. Abgesehen davon hatte ich einfach gehofft, dass ein kurzer Moment ohne den Schutz des Ankers nicht tödlich sein würde. Wieder etwas, bei dem ihr Valsiren sagen könnt, dass ich mich geirrt habe. Ist das so? Es gibt nichts, was wir tun können. Ihr könnt Nocturnal aufhalten. Mir wäre es lieber, wenn ihr und der Ritter nicht dieses Schicksal erleidet. Wenn alles gut läuft, könnt ihr Valsiren sagen, dass es mir leid tut. Jetzt beeilt euch. Nocturne als Gräfin wird nicht lange weg sein. Okay, und jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Danke, durch euch haben wir jetzt wirklich eine Chance, oder? Nach allem, was ihr getan habt, ist dieses Ende noch zu gut für euch. Naja, jetzt wo der uns die ganze Zeit geholfen hat. So böse bin ich nicht, auch wenn ich die dunkle Bruderschaft durchgespielt habe. Also, danke, durch euch haben wir jetzt wirklich eine Chance. Ich sollte euch danken. Ihr hattet keinen Grund, mir zu trauen. Und doch habt ihr es getan. Und euretwegen hatte ich Gelegenheit, meine Gattin wiederzusehen. Mich mit ihr in gewisser Weise zu versöhnen. Nun geht und besiegt Nocturnal. Ich glaube an euch. Was soll ich Valsiren sagen? Sagt ihr, dass ich jetzt zu unserer Tochter gehe. Sagt Val, dass wir warten werden. Wir sollten weitergehen. Hier gibt es nichts mehr für uns. Und das war's jetzt auch für Graf Layton. So langsam aber sicher sterben uns die ganzen Leute weg hier. Aber was soll's, wir schaffen es noch. Darien ist noch hier, der goldene Ritter und der goldene Zauberer hier, der Garion ist auch noch hier. Dürfte klappen. Das Turmmausoleum. Also, wieder ein bisschen höher. Albiokonat hat seit seinem Fass HM die Motivation verloren. Irgendwie. HM. Fass. Albino. Bei VA, Veteranenrang? Nee. HM? Hauptmann? Hört sich so ein bisschen nach Herr der Ringe an. Was ist ein Fass HM? Du musst mich mal kurz aufklären. Wenn du sagst, weiß ich bestimmt sofort, was du meinst. Aber ich bin gerade ein bisschen überfragt, was ein Fass HM ist. Die Motivation verliere ich nicht, solange es neue Geschichte gibt hier in Elder Scrolls Online.
Solange irgendwann nur noch Raids oder Dungeons kommen, dann werde ich auch nicht mehr zocken. Aber solange es immer eine neue Geschichte gibt, wo es immer wieder neue Informationen gibt, Kristallturm, Somerset, neue Gebiete, ist alles gut. Werde ich auch weiter die Treue halten. Ich bin immer der, der die neuen Gebiete spielen will. Und wenn die Story dann auch noch gut ist, ist das super. Ich liebe neue Gegenden zu erkunden. Ich bin mehr so der Erkunder. Discovern und sowas. Bei WoW bin ich mir gerade nur nicht einig. Da gibt es zwar jetzt auch neue Gebiete am 14. August. Kommt ja auch das neue DLCs von WoW raus. Aber diese trockene Story schon wieder Horde gegen Allianz, das ist sowas von... Boah. Da habe ich echt Probleme mit. Da weiß ich wirklich nicht, ob ich mir das DLC holen soll. Die Expansion, die Erweiterung. Neue Gebiete, geil. Story hört sich ziemlich mies an. Da bin ich wirklich am Überlegen. Hier bei ESO weiß man immer, okay, es kommt ein neues Gebiet. Die Story kennst du noch nicht. Die Story ist mal was Frisches, was Neues. Du erlebst was Neues. Aber bei WoW ist es einfach nur, tja, jetzt ist es wieder Horde gegen, tja, die Allianz. Wie immer. Öfter mal das Gleiche. Muss nicht unbedingt sein. So, ich muss gerade ein bisschen aufräumen, sonst kriege ich nichts mehr ins Gepäck. Darum, ja. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich WoW wieder zocken werde. Wolfhunter ist ja relativ schnell durchgespielt, die zwei Dungeons. Und vielleicht den Werwolf ein bisschen nachtunen von mir. Ist echt schwierig. So, da haben wir das nächste Schmuckstück zum Skillen. Und jetzt geht's da hoch. Das ist ein Mausoleum, oben im Turm. Ich hätte ja eigentlich ein Mausoleum im Keller erwartet, aber die haben die Toten oben. Wir nähern uns wohl der Spitze dieses verdammten Dings. Aha, jetzt sind wir wohl in Nocturnals Reich. Woran die das erkennen, an dem bisschen, ja vielleicht jetzt da an den Bäumchen oder sowas, an den Wurzeln. Aha, da durch diese Öffnung könnte man es vielleicht besser erkennen. Wir scheinen bald oben zu sein. So. Ja, in Hessen. Hessen ist also wieder Schule. Das ist natürlich schade für die Hessen, muss ich sagen. Ja, genau, die Bayern und die Baden-Württemberger, die hatten, glaube ich, am Ende. Und die Hessen als erstes, glaube ich. Ja gut, das ist natürlich echt schade. Wir haben noch 2-3 Wochen hier in Nordrhein-Westfalen. Soweit ich es noch weiß. Veteran, Asylum, Sanctum, Veteran mit allen Bossen auf einmal auf dem Silberskin zu bekommen. Achtet nicht auf die gruselige Stimme. Wir müssen weiter. Okay, seit Clockwork City sozusagen hast du dann die Motivation verloren. Okay, kann sein, dass auch noch auf Veteran ist ja auch schwierig. Darum finde ich es ganz gut, dass ich ein bisschen eine andere Ansicht vom Spiel habe. Ich mache lieber die Story und mache da mal ein bisschen Pause, wenn nur ein Raid oder nur ein Dungeon kommt. So, und achtet nicht auf die gruselige Stimme, wir müssen weiter. Heißt, wir sind gleich schon wieder eine Etage höher, das war das Mausoleum. Und schon Treppen, Treppen, Treppen. So. Turmspitze, da stand was. Jetzt dürfte es nicht mehr lange dauern. Noch einen schönen Abend, Assassine. Und du willst nicht spoilern. Das ist weit genug. Meine Herrin darf nicht gestört werden. Ihre Arbeit ist zu wichtig. Gebt mir den verdammten Dämmerbrecher zurück. Kommt und holt mich. Da, Veya Relet. Jetzt wollen wir sie erledigen. Und die war, soweit ich weiß, von Morrowind. Da war die eine Schülerin in Balmora. Wenn ich es noch richtig alles in Erinnerung habe. Und jetzt ist sie so böse. Oh, ich muss mal ein bisschen hier buffen. Oh nein, buff. Boah, jetzt hat sie aber einen dicken Area hier. So, passt doch alles. Oh, die kann schon ein bisschen was mehr als die anderen. Die macht richtig Damage. Ich verstehe das nicht. Warum hat das Schwert mich nicht beschützt? Weil der Dämmerbrecher nie für euch gedacht war.
Meridias Magie ist fort. Die Klinge gehört auch nicht mehr euch. Das werden wir noch sehen. What? Geht in die ewige Finsternis zu Meridia. So sterben wir nicht! Das hat geklappt. Ich meine, natürlich hat das geklappt. Lasst mich eben kurz... Der Andarien, der kleine Leuchtemann hier, der leuchtet hier vor sich hin und gibt uns wieder Licht. So ist das doch schon mal super. Jetzt gucken wir mal, ob die hier noch was Schickes dabei hatte. Ne, eigentlich nur Schrott. Dann lasse ich Darin mal ganz kurz Zeit, um hier eine neue Kette zu suchen mit Dekorwachs. Und mal wieder ein paar Urnen zu öffnen. Aber ich glaube, das reicht. Er hat sich genug erholt. Boah, hier sind so viele Urnen. Nocturne als Gräfin irrt sich. Meridias Macht ist nicht verschwunden. Ihre Magie bleibt stark und voller Kraft. Das Gefäß, das letzte Gefäß Meridias, bin ich. Das letzte Gefäß? Was meint ihr? Ich habe endlich alles verstanden, was Meridia mir erzählt hat. Ihre Macht, sie ist in mir. Und mit ihr kann ich den Dämmerbrecher von der Verderbnis befreien. Ich kann das Relikt wieder mit göttlicher Energie erfüllen. Sotasil sagte, dass wir ein Relikt mit göttlicher Energie brauchen, um den Kristall des durchschaubaren Gesetzes instand zu setzen. Dann ist es sogar noch besser. Ihr könnt den wiederhergestellten Dämmerbrecher einsetzen, um die Welt zu retten. Ich werde nur nicht da sein, um es mitzuerleben. Ich verstehe es endlich. Ich bin das Gefäß von Meridia, ihr Champion. Doch ihr seid der Schlüssel, um Nocturnal aufzuhalten und die Wirklichkeit zu retten. Na, das kriege ich ja wohl hin. Darin, was wollt ihr damit sagen? Ich will damit sagen, dass ihr das schafft. Wann immer eine Bedrohung auftaucht, führt ihr die Champions zusammen. Ihr findet einen Weg, um zu gewinnen. Und ich werde bei dieser letzten Schlacht an eurer Seite sein. Nur eben nicht so, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Darin, was macht ihr da? Ich gebe dieser Klinge den letzten Rest von Meridias Macht zurück, damit ihr Nocturnal aufhalten könnt. Ich tue das nur für euch. Hab Dank für alles. Und jetzt ist Darien auch weg. Hat es sich auch für den erledigt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und gute Nacht, Albio, Konat. Schön, dass du dabei warst. Wiederhergestellter Dämmerbrecher. Da haben wir doch ein schickes, leuchtendes Schwert. Endlich mal wieder was Leuchtendes. Das nehmen wir uns mal mit jetzt hier. Und jetzt gehen wir zur Nocturnal mit dem Dämmerbrecher. Jetzt geht's richtig zur Sache. Wir sind in der Spitze angekommen. Wo ist der Kristall? Was passiert hier? Der Turmkristall ist wieder fast ganz. Ihr kommt zu spät, Sterblicher. Na, wo hat sie sich versteckt, die Böse? Ja, komm, gehen wir mal in den Portal rein. Beam mir ab. Ich sehe sie immer noch nicht. Ich sehe aber Urnen. Da. Na, wo ist sie denn? Oh, so viele Urnen. Also ich glaube, ich stream bald nicht mehr. Dann kann ich besser Urnen durchsuchen. So, da in der Mitte ist sie jetzt. Da oben. Ah, wir müssen noch mal eine Etage hoch. Uiuiui, was eine Lauferei. Sieht aber lustig aus. Sieht aus, als wären wir hier irgendwie im Nachthimmel. Ach, können wir runter gucken? Na toll. Da wollen wir mal schön nach unten gucken und sehen nichts. Ne. Okay. Sieht jetzt nicht so beeindruckend aus hier oben. Bisschen lila nur. Aber jetzt. Da ist sie. What? Ich soll gegen die kämpfen? Uiuiui. Na dann, auf geht's. Ihr kommt. Sobald der Kristall Meridias macht, werdet euch nicht gegen mich wenden. Sieht auf jeden Fall cool aus, so als Schatten da im Himmel. Ja,
steht erstmal nur rum. Die Ads fallen ganz schnell um. Cool. Die Synergie sieht auch gut aus. Aber das war es jetzt wohl auch. Immer nur so ein paar kleine töten. Okay. Ja, Tatsache. Also wie ihr oben seht, sie hat noch 90% Leben. Bis jetzt habe ich sie aber noch nicht angeschlagen. Euch, mein Champion. Und dieses Mal seid auch erfolgreich. Endlich! Mein wahrer Zweck! Ich werde euch nicht enttäuschen, Mutter. Ja, ich glaube nicht, dass ich jetzt unbedingt Nocturnal erledigen werde als Aufgabe. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu heftig, wenn ich der Mörder von Nocturnal wäre. Aber eben konnte die mehr, als sie noch nicht verwandelt war, die Veja. Eure Stärke ist eindrucksvoll, aber das durchschaubare Gesetz ist von Teil. Erhebt euch wieder, mein Champion. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich werde immer stärker, während diese Welt in Finsternis gebadet wird. 50%. Ah, gar kein Thema. Nur noch 40% für den Schatten von Veja. Diese Kristallsperlinge oder diese Sperlinge generell sterben so, so super schnell. Und noch 10%. Jetzt hat auch Elambris geprockt. Der Turmkristall sollte doch. Nichts da, du kriegst den Kristall nicht. Jetzt hole ich mir das durchschaubare Gesetz. So sieht er aus. Der Kristall, um den hier alles geht, der Somerset beschützt. So, und reingestochen. Der Kristallturm. Seine Verteidigung schließt mich nicht mehr aus. Seid ihr hier, mein Freund? Ja, ihr habt es geschafft. Ich wusste es. Yes, Nocturnal ist besiegt, der Kristall ist uns. Und Valsirin ist auch schon da. Das durchschaubare Gesetz ist wieder heil. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist. Und ihr habt Nocturnal aufgehalten. Ihr seid wieder auf Sommers End, mein Freund. Der Turm selbst, neu erschaffen. Aber wo sind Darien und Layton? Darien hat sich selbst geopfert, um die Mächte des Dämmerbrechers wiederherzustellen, damit ich den Turmkristall instant setzen kann. Natürlich. Sobald ihr den Turmkristall wiederhergestellt habt, wird Nocturnal wahrscheinlich zurück in ihr Reich geschleudert. Ich mache mir ein wenig Sorgen, dass ich ohne Schlüssel hineinspazieren konnte. Doch das können wir uns später zusammenreimen. Jetzt müsst ihr mir sagen, was Layton zugestoßen ist. Layton gab sein Leben, damit wir die Spitze des Turms erreichen konnten. Layton, ich werde später um Layton trauern. Ich bin nur froh, dass er euch geholfen hat. Er hätte unsere Tochter stolz gemacht. Fürs Erste müsst ihr Sotasil erzählen, was geschehen ist. Dann können wir Sommers End darüber in Kenntnis setzen, dass die Insel, ja die Welt, wieder sicher ist. Los geht's. Verlasst den Kristallturm. So schnell kann's gehen. Ja, Nocturnal ist besiegt. Der Kristall ist wieder schön hier. Sieht wieder gut aus. Alles scheint zu passen. Und es geht nach Atrium zu Sotasil. Was der hier zu erzählen hat, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Aber das war's, glaube ich. Also, Kristallturm ist sicher. Somerset ist sicher. Alles ist cool. Ich kann mir jetzt gar nicht mehr groß erklären, was noch groß an Story kommen könnte.